Zeugin Gisela Böhm, Rumänien, Kinderärztin, 67 Jahre, 113. Verhandlungstag, 19.11.1964. Einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Frau Dr. Böhm, welchen Mädchennamen haben Sie? Sie sind eine geborene? Gisela Mendel. Mende? Mendel. Mendel. Aus Schäßburg. Aus Schäßburg. Ja. Mendel aus Schäßburg. Frau Dr. Böhm, Sie haben vor dem Krieg in Odorhei in Siebenbürgen gelebt. Odorhei, nahe zu Schäßburg, ja. Nach dem Wiener Schiedsspruch zu Ungarn gehören. In Ungarn damals ja. gehört. Und wann wurden Sie denn verhaftet? Im Jahre 1944, Anfang Mai, wurden wir aus unserer Wohnung in Odorhei nach einem Sammelplatz in ein Ghetto nach Marosvásárhely, welches die Residenz der ungarischen autonomen Region ist, transportiert. Und dort waren wir in dem Ghetto in Marosvásárhely mit sämtlichen anderen von der umgebenden hergebrachten Juden. 3-4 Wochen bis Ende Mai waren wir im Ghetto. Ja. Frau Dr. Böhm, es würde mich nun mal interessieren, haben Sie vor dieser Verhaftung bereits Ihren Beruf als Ärztin ausgeübt? Jawohl. Und wo? In Odorhei. In Odorhei. Und sagen Sie, haben Sie bei dieser Tätigkeit auch einmal den Besuch von dem Dr. Capesius gehabt? Ich und mein Mann zusammen. Und? Mein Mann eher, weil ich seine Aushilfe war zu Hause. Ich hatte als Kinderärztin im Dispensar gearbeitet und in der Ordination meinem Mann geholfen. Von dort kenne ich ihn. Ihr Mann war auch Arzt. Auch Arzt. Ja. Und wollen Sie mir nun bitte einmal sagen, worauf sich Ihre Bekanntschaft mit dem Dr. Capesius in der Zeit vor Ihrer Verhaftung bezieht? Vor meiner Verhaftung lernte ich ihn kennen als Propagandist der Firma Bayer in unserer Stadt. Nämlich er kam auch in die übrigen Siebenbürger Städte, so auch nach Odorhei, mit den Bayer-Präparaten, die zu propagieren. Und bei einer Gelegenheit besuchte er meinen Mann, der dort Stadtarzt in dem Städtchen war. Und es war sogar ein Bayer-Film bei dieser Gelegenheit bekannt gemacht in der Stadt über Bayer-Präparate. Ja. Außerdem ja, bitteschön. Hatte er in Schäßburg eine Apotheke mit seinem Bruder. Er war ein bekannter von nahe Schäßburg stammender Apotheker, so dass ich schon von zu Hause seinen Namen kannte. Sie waren von Schäßburg? Ich bin eine Schäßburgerin geboren. Ja. Und dadurch kannten Sie seinen Namen? Ja, ich kannte ihn. Nun, wie war es mit seiner Persönlichkeit? Haben Sie ihn auch von Person gekannt? Nicht nur dem Namen Bei nach? Bei dieser Gelegenheit, als er als Propagandist nach Odorhei kam. Da haben Sie ihn gesehen? Habe ich ihn gesehen. Auch mit ihm gesprochen? Ich habe ihn nur begrüßt. Ja. Mein Kind war im Ordinationszimmer dann später gerufen und hat von ihm Notizen, Löschblatt. So kleine Geschenke bekommen. Ja, bei dieser Gelegenheit haben Sie ihn gesehen und begrüßt. Sonst ja. haben Sie ihn nicht gesehen? Dann habe ich ihn erst später in Auschwitz? Nein, ja. ich meine vor der Verhaftung. Nein. Nur bei dieser Gelegenheit. Weil ich eben in Odorhei gewohnt habe. Ja. Nun darf ich Sie weiter fragen, nachdem Sie im Mai verhaftet und ins Ghetto gebracht worden sind, wurden Sie wann nach Auschwitz transportiert?
Ende Mai. Ende Mai 1944 wurden Sie nach Auschwitz transportiert. Ja. Und wer war in diesem Transport mit Ihnen zusammen? In diesem Transport, ein Lastzug von vielen Waggons zusammenstehend, in einem Waggon über 80 Personen zusammengedrängt, wo wir von der ganzen Umgebung, wie ich sagte, da waren. In unserem Waggon waren einige Ärzte, Kranke, Kinder, alte Leute. Kinder haben schon ungeduldig nach dem Absteigen gefragt, wohin wir gehen, wohin fahren wir, wir sind hungrig, wir sollen aussteigen. Den Dr. Berner, der damals in Maroșvașarhei, Târgu Mureș, sagt man das Rumänisch, Arzt war, den hatten wir schon im Ghetto neben uns am kahlen Boden, wo wir diese Wochen verbrachten, mit seiner Familie. Und auch in dem Lastzug fuhren wir mit Dr. Berner, die Gattin, ein Zwillingspärchen als Kind und ein größeres Töchterchen. War Ihre Tochter auch dabei? Meine Tochter war auch in demselben Waggon. Und Ihr Mann? Mein Mann war eben als Arzt in einem von einer Synagoge improvisionierten Spital in Maroșvașarhei und kam erst den nächsten Tag mit einem Transport zu, wo schon sämtliche schwerkranke Ärzte alle mitkamen. Wir waren wir zwei und die genannten Familien, von denen ich noch einige gekannt habe. Ja. Und nach zwei langen Tagen, drei Nächte Fahrt, wo wir nicht wussten, wo wir fahren, weil wir nur die Ritzen im Waggon hatten und von dort die verschiedenen Stationen erblicken konnten, sahen wir Katowice, Krakau, wie wir schon so weit waren. Und wir sprachen mit meiner Tochter in unserem Leid, weil der Vater nicht mit war, dass wir uns zur selben Arbeit melden werden, denn es ginge ja nur sicher für eine Arbeit. Wir hatten keine Ahnung, was für Zwecke da verfolgt werden, dass das möglich sein könnte. Das konnten wir nie auffassen. Ja. Also haben wir das besprochen. Ja. Bitteschön. Beim Absteigen, wie der Weg zu Ende war, und den dritten Morgen unser Zug gehalten hat und wir steigen sollten, habe ich vom Zuge abgestiegen eine SS-Kommission erblickt, Offiziere unter Chargen wahrscheinlich, weil die Kappen verschieden waren, unter denen ich den Dr. Capesius erkannte und der in Begleitung in dieser Kommission mit Dr. Mengele und Dr. Klein, von denen ich dann später im Lager erfuhr, als die es gewesen sind, stand. Es wurde aufgerufen, man hörte Stimmen, ich könnte nicht sagen, von wer, von wem. Frauen, Männer sollen separiert in Reihen stehen und bitte schön die Müden, die Kinder, die sich schwach fühlen, bitte, es ist gute Gelegenheit, in Wägen einzusteigen, wo es leichter ist. Und da entstand ein Streit zwischen mir und meiner Tochter, die ermüdet nach diesem Waggonweg, nach diesem Eilzug fahren, sehr gebeten hat, wir sollen in einem Wagen gehen. Ich wollte nur zu Fuß weitergehen, weil ich nicht so das Zusammengedrängte dort vertragen konnte. Und bat sie, das war ein Streit, da trat ein SS-Offizier neben uns und fragte mich, wie alt ich sei. Ich sagte,
Etwas weniger, weil ich hoffte, dass wir dann zu einer Arbeit eingeteilt werden. Und erhielt die Antwort, dann kannst laufen. Der mir das sagte, war Dr. Mengele. Und wir wurden dadurch zum Leben geschickt. An demselben Tage weiß ich, dass die Familie Berner den anderen Weg gehen musste und nur er am Leben blieb, der mich dann später verständigte, dass er die Familie verloren hat. Uns ordnete man in Reihen, die nach rechts gehenden Frauen, und wir wurden in ein Bad hingeführt, gänzlich enthaart, abgeschoren. Würden Sie ein bisschen näher ins Mikrofon sprechen, damit wir es ein bisschen lauter hören? Näher, näher, nicht weiter. Ja, so. Wir wurden dann geschoren. Alle behaarten Hautteile wurden vom Haar entblößt mit Nuller, Rasiermaschinen und ganz unglatt. Es waren sehr entstellte Figuren. Da die geschorenen Frauen und sehr unglücklich, ich tröstete sie, das geht zu einer Arbeit, wir werden desinfiziert, wir werden Kleider bekommen. Immer fühlte ich im Beruf meine Pflicht, doch etwas Beruhigung zu geben, weil ich selber nie an was anderes wie an eine Arbeit dachte. Da wurden wir nach diesem Rasieren aus dem Raum herausgeführt. Unsere abgelegten Sachen, die wir mit uns hatten, haben wir gar nicht mehr da gefunden. Nichts von unseren Kleidungsstücken. Es wurde uns ein ganz fetzenartiges Kleid hingegeben, Holzschuhe, man ordnete uns in Reihen und führte uns in die Blocks. Nun seid ihr hier Häftlinge und habt nichts zu sagen, nur die tägliche Pflicht, das Appellstehen. Es war die traurige Garste Lagerlimbage, in der uns das alles zur Kenntnis gegeben wurde. Und so vergingen dann die folgenden Wochen, lange, schwere Zeit. Ich kann mich nie besinnen auf Monate und Tage bei den folgenden Ereignissen. Nur weiß ich ganz pünktlich den Ankunftstermin und dann nach dem langen, nur im Vernichtungslager verbrachter Zeit, das von dort weg dirigieren bei Liquidieren des Lagers. Erst am 18. November. Am 18. November? Aha, Januar 1945. Am 18. Januar 1945. Wurde das Lager liquidiert. Ja. Jetzt kommt noch in der Zwischenzeit alles, was uns zuteil wurde. Als Häftlinge des Blocks 27 mussten wir, sage ich jetzt gut, weiß nicht, mussten wir täglich morgens und abends Appell stehen. Appell stehen, ja. Appell stehen. Ja. Und sogar, wenn Appell nicht gestimmt hat, wenn jemand an der Zahl fehlte, mussten wir am Appell knien. Es kam vor, wenn ein Häftling nicht zum Appell kam, sich versteckte, verschwinden wollte, weil zum Beispiel, das war dann später, Kranke oder an der Haut mit einer Eruption oder Schwangere nicht Appell stehen wollten, weil sie dann schon wussten, was das bedeutet. Nach etwa, es war schon Hochsommer,
wie viel der August es sein konnte, aber es kann auch schon am Ende Juli gewesen sein, kam eine Läuferin in alle Blocks und rief die Anwesenden als Häftlinge, sich im Block befindenden Ärztinnen zum Antreten. Ärztinnen antreten, hieß es. Ich bin kein Talent. So, bitteschön. Kam eine Läuferin und sagte, kam alle Ärztinnen antreten. In alle Blocks und forderte, bitte Ärztinnen antreten von allen Blocks. Wir sind angetreten an der Lagerstraße, abgeschoren in Fetzen wie Vogelscheuchen. Es waren da an die 40 Ärztinnen von allen Ländern, von den übrigen Blocks. Und wir waren in Erwartung. Da kam ein SS-Arzt, Dr. Mengele. In seiner Begleitung war auch Apotheker Capesius. Zweck dieses Anordnens der Ärztinnen war, dass wir von Mengele unsere Einteilung bekamen. Aber schon in den ersten Minuten bei diesem Erscheinen der zwei SS-Männer hat mich Dr. Capesius erkannt und sagte mir, Sie sind hier, Frau Böhm, warum sind Sie nicht zum Bruder gegangen? Aber sprechen Sie vor dem nicht. Vor Mengele nämlich. Vor Mengele nämlich. Ich erkannte ihn. Bitte sagen Sie, was kann mit meinem Mann sein? Denn wir sind. Ich werde Sie dann schon benachrichtigen. Beruhigend, sagte er mir das. Da kam unsere Einteilung. Mengele gab uns strenge militärische Befehle, wie sich, was die Pflicht einer Blockärztin sei. Die müsse jeden Morgen vor Appell alle Häftlinge, die 1000 in einem Block waren, entkleidet untersuchen. Alles, was ihr krankhaftes Symptom bedeutet, ein Konjunktiv, ein Augenkatar, ein Ausschlag, eine Temperatur, das heißt Fieber oder ein Kehlweh. Alles muss der Blockältesten gemeldet werden. Versteht ihr? Und die wird was erleben, die das nicht pünktlich tut und den Block werde ich in Flammen entzünden. Da bekamen wir jede Blockärztin je ein Block, indem sie diese Pflicht erfüllen musste, welche die schwerste Pflicht für eine Ärztin war. Man musste am Brettergestell die wenigen Ruhestunden auch ohne Schlafen verbringen, weil man doch wusste, im nächsten Appell muss ich angeben. Eine, die ich weiß, die hat Fieber, die andere ist schwanger, die dritte leidet an Ohrenschmerzen, wie das alles sein wird beim Appell. Das war die Pflicht einer Blockärztin. So verging wieder eine Spanne Zeit. Wir warteten, es geschieht etwas. Uns hat ein SS-Mann mich angesprochen. Und er hat beim Ansprechen auch erwähnt, er würde in Birkenau nächstens eine Apotheke einrichten. Das habe ich nicht erwähnt. Und er wird dort in dieser Apotheke meinem Kind, meiner Tochter, Dienst geben. Wir warteten nach diesem großen Ereignis. Das kam lange nachdem, als er die Apotheke dort einrichtete. Wer war der er? Er, der Capesius, der mich damals in Begleitung von Mengele beim Antreten Ärztinnen erkannte. Ja.
In der Apotheke hat meine Tochter einen sogenannten Stubendienst versehen, über den sie ja berichten kann, einen sehr schweren Dienst dort gehabt. Dann verging wieder eine Zeit. Im Herbst wurde ich bei einem Appell gesucht. Ein SS-Arzt, von dem ich dann erfuhr, das war Dr. Klein, kam mit dem Rad auf den Appellplatz und suchte die Siebenbürger Ärztin. Wo sei die Siebenbürger Ärztin? Ich meldete mich und Dr. Klein gab mir zu wissen, dass er mich aufgesucht hat, um uns für die Winter, schweren Winterzeiten in einen anderen Abschnitt zu überstellen. Und dann war das schon, es war ganz kalt schon, wurden wir, meine Tochter, ich, noch zwei oder drei Häftlinge, nie kann ich das mehr genau wissen. Wir zwei waren sicher, von einer weiß ich auch bestimmt, aber meine Tochter sagt immer, wir waren fünf an der Zahl, herüberbegleitet worden nach einem anderen Abschnitt, wo wir, ich kenne nicht, welche Benennung dieser Ort hatte, aber dieser Ort war nahe zu der SS-Apotheke. Im Hauptlager? Im Hauptlager. Wir waren in einem polnischen Block. Die letzten Wochen, bevor dann Auschwitz liquidiert wurde, alle Leitenden verschwunden sind und wir auf den Endmarsch mit Wächtern abmarschierten und bis Ende April diesen sogenannten Totenmarsch mitmachten, den sehr wenige überlebten. Ja. Frau Zeugin, darf ich Sie nun nach Einzelheiten noch fragen? In erster Linie, als Sie ankamen auf der Rampe, ja, wer hat da die Türen geöffnet von den Waggons und wer hat Sie aufgefordert, auszusteigen? Wissen Sie das noch oder haben Sie darauf keine Acht wer gehabt? Die Waggons geöffnet hat, könnte ich nicht sagen. Ja. Wer hat Sie dann aufgefordert, sich aufzustellen, Frauen und Kinder gesondert, Männer gesondert und so weiter? Das waren solche ordnende... Waren das SS-Leute oder waren es Häftlinge? Es waren SS-Leute, die die Reihen ordneten und sagten, stellt euch auf, Unteroffiziere. Ja. Nächste Frage. Haben Sie dort, als Sie ausgestiegen sind aus dem Waggon, auf der Rampe den Dr. Capesius schon gesehen? Ja. Und was tat er denn dort? Er sagte mir nichts. Er hat mich damals vielleicht auch nicht gesehen. Ich sah ihn in einer Gruppe mit den anderen zwei Offizieren, einige Unteroffiziere dabei. Ich habe mir das vorgestellt wie eine Kommission zum Empfang. Ja. Das war mein Eindruck. Sagen Sie bitte, der eine Offizier war doch der Dr. Mengele. Ja, und der Dritte. Das haben Sie hinterher erfahren. Ja, und Klein war der Dritte. Und der Klein war der Dritte. War auch dabei. Wie sah denn der Dr. Klein aus? Klein kannte ich später persönlich. Er war nicht so hochgewachsen wie Capesius. Etwas älter, ich denke auch viel älter, ein schmäleres Gesicht gehabt und hat mir freundlich zugesprochen, dass er mich in einen anderen Abschnitt überführen kann. Ja, das war später. Damals
konnte ich ihn, das habe ich mir dann rekonstruiert, dass er das dort war, der Dritte. Ja, Sie meinen also, wie der Zug auf der Rampe hielt und Sie ausgestiegen sind, waren an Offizieren bzw. an Führern ja. da, der Mengele, Dr. Capesius und Dr. Klein. Ja. Und nun hatten Sie uns gerade eben erzählt, der Dr. Mengele kam auf Sie zu und hat ja. gefragt, kannst du laufen? Nein. Wie alt bist du? Wie alt bist ja. du? Und da haben Sie ein bisschen jünger gesagt und da hat er gesagt, da kannst du laufen. Kannst laufen mit dem Wind. Ja, kannst laufen. Und was hat denn der Dr. Capesius in dieser Zeit gemacht? Haben Sie wir hörten, ich weiß von Dr. Berner zum Beispiel, ja. dass Berner sich bei ihm meldete. Wir sind doch an demselben Tag angekommen ja. und ihn bat, seiner Frau eine gute Einteilung zu geben. Mir schrieb er aus Israel, dass er diese Zeugenaussage hier gemacht hat. Also Sie sagten, Dr. Berner ist nach Ihrer Kenntnis von Dr. Capesius damals eingeteilt worden? Ja, natürlich. Wann hat er Ihnen denn das erzählt? Dr. Berner, den habe ich allein, traurig, in einer Appellpause im Männerlager gesehen, wo er mir zeigte, die Zwillinge, das Töchterchen, die Frau, niemand ist mehr. Das war in einer Appellpause und machte mir den Wink, ich solle warten und hat mir über den Zaun, weil er in einer Bekleidungskammer arbeitete, abgemagert, schlecht ausgesehen, einen großen Männerschuh herübergeworfen und dieser Schuh, den ich von ihm damals bekam, hat mir diese großen Wege erleichtert und mir es ermöglicht, dass ich eben überleben konnte. Den Schuh habe ich von Berner bekommen. Ja, hat Ihnen der Dr. Berner bei dieser Gelegenheit irgendetwas davon gesagt, dass Dr. Capesius ihn ausgewählt und ausgesondert hätte? Nein. Oh, er hat nur traurig gezeigt. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch nicht viel sprechen ja. können. Hat nur gezeigt, dass er die Familie nicht mehr hat. Verloren hat. Und hat gesehen, dass ich ohne Schuhe bin. Sagen Sie, in welcher Sprache hat man auf der Rampe mit Ihnen gesprochen? In deutscher Sprache oder in ungarischer Sprache? In deutscher Sprache. In deutscher Sprache. In deutscher Sprache, ja. Und als Dr. Capesius Sie angesprochen hat, warum sind Sie hier und nicht bei Ihrem Sohn? Bruder, nicht bei dem beim Bruder, Verzeihung. War das auch in deutscher Sprache oder, ja, oder in ungarischer? Erst in deutscher, die nächsten Wörter, dass ich hier nicht sprechen soll, sagt er mir sogar ungarisch. Das sagt er ungarisch. Ja. Sie möchten hier nicht sprechen und dann haben Sie später auch den Dr. Klein noch kennengelernt. Sie haben uns eben eine Beschreibung von Dr. Klein gegeben. War es denn leicht möglich, dass man diese beiden Personen verwechselte? Nein, absolut nicht. Absolut ein nicht. Ganz anderer Typ war Dr. Klein. Ein ganz anderer Typ. Ja, ich frage Sie deshalb, weil der Dr. Capesius wiederholt uns hier versichert hat, er sei ein Opfer der Verwechslung mit Dr. Klein gewesen. Nur weil alle beide SS-Ärzte waren, das war das Einzige, aber das Äußere war... Das Äußere war verschieden, grundverschieden. Ganz verschieden. Ja, Frau Zeugin. Was sollte das bedeuten, die Frage, warum sind Sie nicht bei Ihrem Bruder oder zu Ihrem Bruder gegangen? Was bedeutete das? Das bedeutete, dass er meinen Bruder aus Schäßburg kannte. Ja. Mein Bruder war Rechtsanwalt, kannte den Capesius ebenfalls. Das konnte die Bedeutung haben, dass er sich wunderte, warum
wir zum Deportieren kamen, nicht in die Nebenstadt nach Schäßburg, wo keine Deportationen waren. Da fand keine Deportation statt. Das konnte das möglich sein. Später wurde es mir schon klar. Nämlich? Nämlich, als wir nach Befreiung in Schäßburg ankamen, wartete uns mein Bruder. Und seine erste Frage war, wie hat sich Capesius euch gegenüber gezeigt? Ich sagte ihm, Capesius haben wir seit 18. Januar schon nicht gesehen. Wir waren die ganze Zeit im Vernichtungslager, auf keinen Arbeitstransport weggeschickt. Und in dem Moment zeigte er mir, mein Bruder, schau, hier ist ein Brief. Den habe ich ganz kurz vor eurer Ankunft gezeigt bekommen. Ich habe ihn bei mir gehalten. Dieser Brief ist genug dazu, dass du einmal Zeuge sein wirst. Und bat mich sofort eine Deklaration zu schreiben. Er war nämlich Leiter der Sozialdemokratischen Partei und die Bewegungen hat er dort geleitet nach dem Freiwerden. Ihr Bruder. Und wusste, dass ein Prozess in Vorbereitung ist, der Nürnberger Prozess, und sagte mir, da ist die Untersuchung, wir müssen dorthin über Auschwitz schreiben, gab mir ein Papier betitelt Auschwitz, Verrottung, Vernichtungslager Auschwitz. Wie schwer es dir auch immer fällt, denn es war schwer darüber zu sprechen, ohne den Gatten nach Hause gekommen und abgeschwächt. Ich habe aber den Bericht geschrieben und er hat mit der Deklaration zusammen das weitergeschickt. In diesem Brief, den ich hier habe, heißt es, adressiert an eine dort lebende Frau Schuster, Gattin eines Arztes, deren Mutter das Telegramm abgibt, aus Wien, mit dem Datum 15. oder 16. Januar 1945. Und da heißt es, man solle Dr. Mendel, den Bürgermeister, fragen, ob er geneigt wäre, seine Schwester und Anhang, das bedeutete mein Kind, gegen Familien Capesius, Schuller, Zielinski und Schuster auszutauschen. Und Schuster fragte eben meinen Bruder, schau, was das sein kann. Denn den Brief kann nicht die Schwiegermutter geschickt haben, sondern bei einer Gelegenheit war wahrscheinlich Capesius in Wien und hat seiner Familie in dieser Art helfen wollen. Würden Sie uns den Brief einmal geben? Bitte schön. In welcher Sprache ist der Brief? Deutsch. In Deutsch. Dankeschön. Ja. Dieser Brief wird verlesen. Ja, die Zeugin überreicht einen Brief vom 14. Januar 1945, der verlesen wird. Deutsches Rotes Kreuz,
Das ist nicht von KP, sondern ein Brief vom Roten Kreuz. Deutsches Rotes Kreuz, Präsidium Auslandsdienst, Berlin SW 61, Blücherplatz 2. Antrag an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf Nachrichtenvermittlung. Absender Frau Gertrud Fese, Stolpmünde, Draheimstraße 2. Bittet an Tochter Frau Gisela Schuster in Rumänien Folgendes zu übermitteln. Seid ihr fünf noch in eurer Wohnung und gesund? Fragt Bürgermeister Mendel, ob er seine Schwester mit Anhang austauschen möchte gegen Familien Capesius, Schuster, Zielinski, Schuller. Unterschrift Gertrud Fese am 14. Januar 1945. Der Brief wird verlesen und der Zeugin zurückgegeben. Dankeschön. Eine Fotokopie dieses Briefes befindet sich Platz 12.693. Ja. Nun, Frau Zeugin, Sie sagten, Dr. Capesius hat damals, als Sie bei dem Appell angetreten waren, zunächst in deutscher Sprache mit Ihnen gesprochen, ja. Dann in Ungarisch. Einige Wörter in Ungarisch, insbesondere die Worte, sprich nicht, während der da ist, nicht? Ja. Oder sowas Ähnliches. Ja, ja. 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 Sie haben also gar keinen Zweifel daran, dass Dr. Capesius identisch ist mit dem Mann, den Sie vor dem Krieg bzw. vor Ihrer Deportation in Ihrer Heimatstadt als Dr. Capesius kennengelernt haben. Es ist gar kein Zweifel. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugen. Frau Dr. Böhm, wie oft haben Sie Dr. Capesius in Auschwitz insgesamt gesehen? Bisher haben Sie uns zwei Fälle geschildert, einmal auf der Rampe und einmal bei dem Appell, wo Dr. Mengele dabei war. Ja. Haben Sie ihn sonst noch gesehen? Als er die Apotheke zum Einrichten, der Apotheke zu einrichten kam, sah ich ihn noch einmal. Ja. Ja. Hat er Sie im Lager mal besucht? Nein, im Lager nicht. In welchem Lagerabschnitt waren Sie denn? Wir waren zuerst im C-Lager, Birkenau. Also B2C? Ja. Ja. Und wissen Sie noch, in welchem Block Sie waren? Zu Beginn waren wir im 27er Block. Und später war ich im 17. Block. Ja. Der war nahe an den Block, wo diese Häftlingsapotheke war. Ja. Wissen Sie noch, wie Ihre Blockälteste hieß? Eine Vera, kann ich mich erinnern. Vera. Mhm. Aber sonst nichts. Das war die erste. Ja. Dann hatten wir eine Bronka. Wissen Sie noch den Zunamen der Vera? Nein. Kann die Schmiedel geheißen haben? Ich weiß nicht, sie konnte gut Deutsch. Also wir haben hier mal eine Zeugin vernommen, die heißt jetzt Alexandra. Und die hat auch von Ihnen berichtet. Und diese Zeugin hat gesagt, Dr. Capesius hätte sie 4 bis 5 Mal in dem Lagerabschnitt B2C besucht. Nein. Das stimmt nicht. Nein. Oder kann es sein, dass Sie das vergessen haben? Ich kann mich ganz genau erinnern. Also Sie können sich erinnern, dass das nicht der Fall ist. Es war nicht so ein häufiger Fall. Also die Zeugin Alexandra scheint sich dann zu irren. Höchstwahrscheinlich. Denn man hat sich viel herumgesagt an die. Das weiß ich doch sicherer. Ja. Können Sie sich daran erinnern, dass in Ihrem Block eine Frau mal ein Kind geboren hat? Oder ist das öfter vorgekommen? Ich kann mich erinnern, dass bei einem Appell eine Schwangere
die Wehen bekam. Ja. Das kann ich mich erinnern. Ja. Und ich so undiszipliniert war, weil es von mir aus ging, ich muss helfen, und bin herübergelaufen in die Reihe, wo sie stehen musste, und habe da einen tüchtigen Hieb bekommen, den ich noch monatelang gespürt habe. Ja. Auf das kann ich mich erinnern. Wissen Sie, was aus dieser Frau und dem Kind... Ich wusste auch nicht, wie sie heißt. Ja. Wissen Sie, was aus dieser Frau und dem Kind geworden ist? Die kamen alle ins Krematorium, mit dem Kind zusammen, kam sie ins Krematorium, diese Frau, von der ich weiß. Denn die Frau Alexandra hat den Namen Dr. Capesius im Zusammenhang mit der Geburt dieses Kindes genannt. Also Sie haben so etwas nicht in Erinnerung? Nein, ich habe so etwas nicht in Erinnerung. Dankeschön. Frau Dr. Böhm, Sie sagten vorhin einmal auf eine Frage des Herrn Vorsitzenden, Sie hätten später rekonstruiert, dass Dr. Klein dieser dritte SS-Führer auf der Rampe gewesen sei. Ja. Wie sollen wir das verstehen, rekonstruiert? Ich habe in mir selbst festgestellt, also das war dann der dritte, der mich später dann nach einer längeren Zeit ansprach. Dankeschön. So habe ich das gemacht. Bitte schön. Noch folgende Frage. Wissen Sie, wo Sie das Pfingstfest 1944 verbracht haben? Pfingsten 1944, wo Sie sich da befunden haben. Pfingsten? Pfingsten. Das ist in welchen? Im Mai, Monat Mai. Kann auch Juni sein, je nachdem. Ich weiß von Weihnachten, weiß ich, ein Fest. Ja. Dann will ich anders fragen. Wissen Sie das genaue Ankunftsdatum unseres in Auschwitz? Ja. Ja. Es war nämlich am vor- oder nächsten Tag mein Geburtstag. Ja. Und das kann nur der 30., 31. Mai gewesen sein. Dr. Berner meinte, es sei der 29. Mai gewesen. Bitte? Dr. Berner meinte, es sei der 29. Mai gewesen. Das kann schon sein, denn 29, 30, 31. Ja, ja. Danke sehr. Das ist richtig, ja. Herr Landkreis Hartumich. Frau Zeugin, welche Häftlingsnummer hatten Sie? 25a, 25.382. 25.382. Zu welcher Tageszeit wurde der Transport ausgeladen? Es war schon frühmorgens. Wie, war ja. Schon hell? Ja, es war schon. Aber frühmorgens war es? Frühmorgens war es. Es war aber doch schon nicht Nacht. Hatten Sie, hatte der Transport lange gestanden, eh aufgemacht? Ja, lange gestanden. Sie waren also lange vorher schon angekommen? Vorher angekommen und endlich die Türen geöffnet. Und dann, Sie wurden vorhin schon mal vom Herrn Vorsitzenden gefragt, dass Dr. Capesius auf der Rampe irgendeine Tätigkeit ausgeübt hat, konnten Sie nicht sehen? An dem Tag konnte ich das nicht konstatieren. Das konnten Sie nicht konstatieren? Er stand da? Er stand da. Ja. Ging er auch mal weg oder haben Sie nicht dauernd beobachtet? Dann habe ich ihn nicht mehr beobachtet. Sie haben aus den Augen verloren. Haben wir unseres an in Reihe stehen, ja. Unseren Streit gehabt. Und da kam ja Mengele dazu. Da kam Streit. Bei uns ja. Mengele dazu. Dann sagten Sie vorhin, Dr. Klein, mit dem seien Sie im Lager öfters in Berührung gekommen. Nein, auch mit Sie Dr. sagten doch, im Lager wären Sie mit ihm ins Gespräch gekommen. Als er die Siebenbürger Ärztin suchte. Ach, das war nur bei dem einen Mal? Mhm. Ja. Ach, sonst haben Sie ihn nicht gesehen im Lager? Den Dr. Klein? Ja. Nein, den habe ich dann gesehen. Nur bei dem einen Mal im Lager? Ja. Und da haben Sie vergegenwärtigt, dass das ja, nur der dritte gewesen sein sicher. Müsste von der Rampe? Und jeder wusste dort, dass aber gesprochen haben Sie darüber nicht mit ihm? Darüber? Ja. Mhm. Nur darüber, nur was er uns mir verkündet ja. hat. Ja, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Danke. Keine Fragen mehr. Herr Rismald Ormond, Herr Dr. Laternser. Frau Dr. Böhm, Sie sagten vorhin, dass, als Sie zurückgekommen waren, Ihr Bruder Sie gefragt habe, wie hat sich Dr. Capesius euch gegenüber verhalten? Ja. Was haben Sie da geantwortet? Er hat uns keine Hilfe gegeben.
hat Ihnen keine Hilfe gegeben? Haben wir geantwortet. Hat er nicht Ihre Tochter in die Häftlingsapotheke gebracht? Ja, das war aber keine Hilfe, denn ihre dort verbrachte Zeit war eine sehr schwere Zeit. Ja. Und wir waren lange Monate in dem Vernichtungslager, wo alle Transporte auf Arbeit abgingen, nur wir bis zum letzten Moment. So fast als Geiseln dort gehalten. Eben als er uns sah, konnte er sich diesen Austausch gedacht haben. Darf ich mal fragen, lebt Ihre Frau Mutter noch? Nein. Wissen Sie, dass Ihre Mutter mal den Nachbarn, und zwar der Frau Letz gegenüber gesagt hat, kennen Sie die Frau Letz? Oh ja, aber was kann so eine alte Mutter? Hat Ihre Mutter nicht der Frau Letz oder auch anderen Personen gesagt, dass wenn der Dr. Capesius nicht gewesen wäre, sie keine Tochter und keinen Enkel mehr hätte? Das kann sie vielleicht gesagt haben, aber nur weil man eine alte Frau beruhigt hat mit etwas. Ja. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja. Da ist mal Steinacker. Frau Zeugin. Sie haben dem Gericht vorhin berichtet, dass in dem gleichen Transport, mit dem Sie angekommen sind, Herr Dr. Berner unter anderem war. Ist das richtig? Wir waren zusammen mit Familie Berner, schon im Ghetto und auch im Lastzug. Ja. Können Sie sich an andere Personen erinnern, die ebenfalls mit Ihnen zu gleicher Zeit angekommen sind? Ich kannte sehr wenige, weil wir nicht von der Stadt kamen. Ich weiß, dass eine Familie Tischler zum Beispiel dort war und ein Dr. Schimon. Kennen Sie? Aber. Ist mit Ihnen in den Transport gewesen eine Frau Chabo? Die Frau Sabo ist natürlich mit uns gewesen. Im gleichen Transport? Im gleichen Transport. Aus Odorhei kommen. Sie kennen die Frau Sabo schon vor ihrer Abfahrt, haben Sie sie gekannt, oder haben Sie sie erst im Lager oder erst nach dem Lager kennengelernt? Ich habe sie schon in Odorhei gekannt. Schon in Odorhei als gekannt. Kind habe ich sie gekannt. Haben Sie Frau Sabo in Auschwitz dann noch mehrmals gesehen? Ich habe sie zweimal noch gesehen, weil sie im Küchendienst betätigt war. Mhm. Einmal brachte sie mir unter großer Gefahr gekochte Kartoffeln. Auf der Lagerstraße ist sie hingelaufen bis zu unserem Block, weil sie wusste, dass wir hungern. Hat Ihnen die Frau Chabo damals, oder Sabo, damals etwas erzählt darüber, dass Dr. Capesius versucht habe, seine Familie herauszuholen aus Rumänien, dass es aber nicht gelungen sei, weil inzwischen der Vormarsch der Roten Armee bereits so weit vorangekommen sei? Darüber haben wir mit der Sabo nicht gesprochen. Wir haben Minuten uns gesehen. Sie hat Hat sie Ihnen etwas davon erzählt, Dr. Capesius habe einen Sport mit verschiedenen Häftlingen gemacht, unter anderem auch mit ihr? Im Lager konnte sie mir darüber nicht berichten, aber nach dem Nachhausekommen hat sie mir erzählt. Ja. Gut, danke schön. Sind von Seiten der Verteidigung noch Fragen zu stellen? Von Seiten der Angeklagten? Entschuldigen Sie, Herr, ist mir gerade eingefallen. Frau Zeugin, waren Sie gestern in der Ausstellung, die hier in Frankfurt eröffnet worden ist, über das Konzentrationslager Auschwitz? Nein. Nein. Der Angeklagte Capesius. Auf der Rampe in Birkenau war der Herr Dr. Klein und der Herr Dr. Mengele, wie die Zeugen ganz richtig sagt.
Der Herr Dr. Klein hat dasselbe ungarische Timbre gehabt und dadurch hat man auf der Rampe gesagt, auf Ungarisch, Egy erdélyi száz volt az orvos, magyarul beszélt. Der, ich werde es jetzt in Deutsch sagen, der Arzt war ein Siebenbürger Sachse. Er sprach Ungarisch. Das war das Ganze, was auch die Eva, die mit im selben Transport war, berichtet hat. Ich habe im Lager, wo die Frau Dr. Böhm war, keinen Besuch damals gemacht, sondern der Herr Dr. Klein hat über die Eva angebandelt, weil sie ein sehr freundlicher und mitteilungslustiger Typ war und sich eben bemühte, aus der Situation möglichst etwas zu machen. Sie wurde am nächsten Tag in die Apotheke schon eingeteilt und nicht 5 Wochen später. Und die erste Bestellung für diese Apotheke hat ein STG zu uns gebracht. Sie wollen also sagen, erstens waren Sie nicht auf der Rampe und zweitens haben Sie auch nicht dieses Gespräch mit der Frau Böhm, Frau Dr. Böhm gehabt, bei dem Appell bzw. bei dem Zusammenrufen sämtlicher Ärztinnen. Sie wollen sagen, in beiden Fällen war es nicht ich, sondern der Dr. Klein. Ja? Ich möchte es so ein wenig ausführen, wie ich angefangen habe. Einen Monat später, nachdem die Apothekerin auf der Lieferung der ersten Bestellung gelesen hatte, Dr. Viktor Capesius, und dadurch wusste, wer da sitzt, hat sie selbst dann die Bestellung abgeholt mit 3 oder 4 Begleitfrauen und einem Kommando. Und bei der Gelegenheit ist sie dann von mir übernommen worden, was ja auch die Tochter Böhm in ihrer Vernehmung ausgesagt hat. Durch diese Sache erfuhr ich, dass in diesem Lager weniger Medikamente sind, als die junge Apothekerin bei uns sehen konnte. Daraufhin hat die Apothekerin die Freiheit bekommen, mit Herrn Sikorski und Strauch noch eine Zusatzbestellung zusammenzustellen. Mit dieser Zusatzbestellung bin ich draußen gewesen und habe sie übergeben. Bei der Gelegenheit habe ich auch eine Bekannte dort gesehen, aus Klausenburg, eine Zahnärztin. Diese Zahnärztin hat auch der Mutter, also der Frau Dr. Böhm, dort irgendetwas an den Zähnen repariert. Aber wir haben uns dort nicht getroffen. Aber jedenfalls haben die Herrschaften erfahren, dass ich dort bin. Auch schon durch den Wechsel, durch den Wechsel von der Eva aus dem Lager zur SS-Apotheke. Einen Monat später kamen dann abholen die Arzneimittel die Frau Dr. Böhm mit Tochter und noch 4 oder 5 Begleitpersonen. Und bei dieser Gelegenheit haben wir zum ersten Mal gesprochen und bei dieser Gelegenheit hat die Frau Dr. Böhm alle diese Aussprüche gemacht. Und der Hinweis stimmt, dass ich gesagt habe, sie möchte nicht so laut sprechen. Denn die ganzen Apotheker waren herzugelaufen aus dem gegenüberliegenden Teil, weil sie in ihrer Erregung eben etwas laut geworden war. Das war nicht beim Appell, das war in der Apotheke und war unsere erste Begegnung. Und die Eva hat sich nachträglich gekümmert um die beiden Damen und ich wusste damals nicht, dass ich die Macht habe, die Frau Dr. Böhm und Tochter in einen besseren Dienst bringen zu lassen. Aber der
Sikorski, der hier schon ausgesagt hat, hat gesagt, nicht zu uns in Apotheke, aber wir besorgen Posten. Und dann wurde sie am nächsten Tag schon durch Dr. Klein geholt. Dr. Klein war dort Arzt, also ging er dort ein und aus mit Dr. Mengele. Ich habe geholfen, so gut ich konnte. Die Eva jedenfalls hat den Säugling Sacht gebracht von dem, was es auf dem Boden der Apotheke gab. Und die Damen haben ihren Marsch gut überstanden. Meinen Sie unter Eva die Tochter von der Frau Dr. Böhm? Nein, sondern die Apothekerin, die weibliche Apothekerin, die bei uns in der Apotheke war, die mit demselben Zug angekommen ist. Und der Rote Kreuzbrief, der stammt nicht von mir, auch nicht als Vater des Gedankens, sondern dieser Brief wurde von einer Gertrud Fiese als Frau gezeichnet. Die Gertrud Fiese ist nicht nur die Mutter dieser Frau Dr. Schuster Hans, genannt Janusz, sehr gut bekannter Frau Doktor, sondern gleichzeitig ist ein Fiese in den Annalen der Staatsanwaltschaft auch enthalten als Auschwitzer. Und der mag die Verbindung hergestellt haben, ich nicht. Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir jetzt im Anschluss an die Erklärung von Herrn Dr. Capesius noch eine Frage an die Zeugen zu richten. Kennen Sie, Frau Zeugin, einen Häftling Eva? Ja. War diese Zeugin oder dieser Häftling in dem gleichen Transport wie Sie? Sie war im gleichen Transport, aber wenn ich etwas dazu sagen darf, bitte schön. Ja, bitte. Meine erste Begegnung mit Dr. Viktor Capesius, wo er mich ansprach, war bei dem Antreten Ärztinnen. Das ist nicht zu bezweifeln. Ja. Geholfen hat er uns nicht. Den Endmarsch haben wir außer dem Vernichtungslagersleben, haben wir durch wunderliche Zufälle überleben können. Auf 30 und 40, ich und 30 und etwas meine Tochter, Kilogramm abgemagert. Eva hat eine Hilfe erhalten. Wir haben keine Hilfe erhalten. Die SS-Apotheke wurde nicht am ersten Tag, wurde nach dem Antreten der Ärztinnen noch nach einer geraumen Zeit eingerichtet. Frau Zeugin, noch eine zu dem gleichen Thema. Waren Sie einmal in der SS-Apotheke, nicht in der Häftlingsapotheke, die später nach Ihrer Darstellung eingerichtet worden ist? Ja, ich war einmal. Ist das die SS-Apotheke, die, ich bin nur zur Feststellung der Örtlichkeit, die nicht in Birkenau war, sondern in Auschwitz I im Stammlager? Waren das Sie? Das ist jene SS-Apotheke. Im Stammlager, da waren Sie? Ja. Ja? Ja. Haben Sie da Herrn Dr. Capesius getroffen? Da sah ich ihn. Da sah ich ihn. Wann war das? War das, Frau Zeugin, bevor der Vorfall war mit dem Appell? Mit den Ärztinnen anderen. Mit der Ärztin anderen? Das war nachher. Ist Ihnen die Anschrift der Zeugin Eva bekannt? Nicht bekannt. Ist es richtig, dass der Nachname Zitron ist? Ja. Zitron. Dann zur Frage, Sie haben auf den Vorhalt des Herrn Vorsitzenden gesagt, Dr. Klein und Dr. Capesius konnten nicht verwechselt werden. Ich halte Ihnen vor, dass hier bereits mehrere Zeugen
in der einen Richtung und auch mehrere in der anderen Richtung Bekundungen bezüglich der Verwechslungsfähigkeit oder Nichtverwechslungsfähigkeit gemacht haben. Zum Beispiel die Zeugin Dr. Lingens hat erklärt, und das halte ich Ihnen vor, Herr Dr. Klein sei ein ähnlicher Typ wie Dr. Capesius. Dr. Klein war ein pyknischer Typ. Können Sie sich daran... Nein, pyknisch, klein. Dann einen weiteren Nein. Vorhalt. Kennen Sie Frau Dr. Lingens? Nein, ich kenne sie nicht. Sie war auch im Frauenlager Häftlingsärztin? Kennen Sie nicht. Noch einen weiteren Vorhalt. Die Zeugin hat auf die Frage des Herrn Vorsitzenden bei ihrer damaligen Vernehmung gesagt, Größe und Gestalt beider Personen haben eine gewisse Ähnlichkeit. Insbesondere die Kopfform. Die Gesichtszüge seien nicht ähnlich. Sie könne aber die das ähnliche... Ist absolut unwahr. Entschuldigung, ich war noch nicht fertig, Frau Zeugin. Sie könne die ähnliche Statur bestätigen. Die Gesichtszüge würden sich nach Ihrer Meinung nicht ähneln. Was sagen Sie dazu? Nicht die Statur und nicht die Gesichtszüge. Keines ist ähnlich und zu verwechseln. Nun, Frau Zeugin, ich halte Ihnen Folgendes vor. Sie haben auf die Frage des Herrn Ergänzungsrichters gesagt, wie oft Sie Herrn Dr. Klein getroffen haben. Da haben Sie gesagt, ein einziges Mal, und zwar, als er die Siebenbürger Ärztin gerufen aber hat. Sein Gesicht kann ich nicht vergessen. Gut, aber die Frau Dr. Lingens, das halte ich Ihnen weiter vor, war Häftlingsärztin und hat den Dr. Klein sehr gut gekannt. Ich bin mir sehr sicher in dieser Aussage. Dann habe ich keine Frage. Frau Zeugin, Sie haben gehört, was der Dr. Capesius eben eingewandt hat, nicht? Wollen Sie dazu noch etwas sagen? Das stimmt nicht mit seinen Daten, die er angibt. Denn nach der Ankunft wurde noch lange keine Häftlingsapotheke eingerichtet. Das war nach dem Antreten der Ärztinnen. Und über mein vorlautes Benehmen kann ich überhaupt nicht mich erinnern, weil es nicht meine Eigenschaft ist. Ich habe nicht geschrien, ich habe nur geduldet. Und jetzt muss ich die Wahrheit sagen. Ja. Ich muss dem Gericht zum Wahrheitssuchen helfen. Ja. Das ist kein Hass, das ist nur die Gerechtigkeit. Frau Zeugin, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Mit gutem Gewissen.